Folge 25. Wir wünschen euch einen schönen Samstag, wenn ihr es guckt bei Erscheinen des Videos. Ansonsten einen schönen was auch immer Tag. Fabian und ich sind wieder in Kakariku. Richtig. Es ist nicht etwa eine komische Sexualanspielung an Final Fantasy X. Riku, wichtiger Charakter. Ah, egal. Ah, okay. Ja, aber Kakariku. Richtig. Kaka, ach, egal. So, kennst du nicht. Guck mal auf Pornhub oder so. Auf jeden Fall sind wir wieder in Kakariku und der liebe Fabian möchte sich drücken. Und zwar um den Wassertempel. Natürlich. Jeder, der irgendwas schon mal von Ocarina of Time gehört hat, weiß, warum er sich drücken will, weil der Wassertempel nervt. Und wir werden jetzt irgendwas anderes machen. Ja. Damit er denn erst in einer Folge oder so dahin muss. Naja, also schon ein paar, weil wir jetzt einen anderen Tempel machen werden. Ah. Guck mal, sie ist ganz oben und sie schaut sich gerne um. Das ist ein R. Sieht aber aus wie eine Sie. Das ist doch kein R. Das ist doch ein R. Ja gut, das ist auch so ein Schlacks. Ich würde bei sowas, klar erkennst du darin einen Mann und ich erkenne darin eine Frau, aber ich erkenne ja auch in dir eher eine Frau als einen Mann. Also, insofern. Also das ist ein Kerl. Dennis. Oder ein Zwerg. Da haben auch die Frauen Bärte. Dafür ist er zu lang gewachsen, ist größer als Link. Ja stimmt, der hat doch was in der Hose. Erstaunlicherweise. Dafür, dass es ein Kinderspiel. Also deine Frauen haben was in der Hose. Das merken wir uns jetzt einfach mal. Na Kakariko, die haben was in der Hose. So, ja, was machst du denn jetzt da oben? Ja, ich wollte eigentlich... Mal. Mann, der will mich nicht loslassen. So. So. Das war nicht so schlecht. Genügend rumgealbert. Ja. Wir werden uns jetzt zum Feuertempel begeben. Feuertempel? Ja, genau das Gegenteil vom Wassertempel. Und auch gegenteilig scheiße, also besser? Ich finde ihn sehr gut, vor allem... ist das Teleportationslied zum Vulkan, mein Lieblingslied. Ah, okay. Die Bolero des Feuers. Schön, schön. Ja. So, wo müssen wir da jetzt hin, um da reinzukommen? In den Todesberg, ganz oben hin. Und auf nach Mordor. Genau, zu den Goronen, wo die Goronen schon wohnen. Ja, bei denen waren wir ja schon mal. Ja. Die haben uns ja nett empfangen, nachdem wir ihnen was aus dem Wald vorgespielt haben. Ja, und wie du siehst, da oben ist immer noch das Herzteil. Kriegen wir das jetzt langsam mal? Nö. Mist. Dafür bräuchten wir immer noch die Bohnen und ich glaube, wir hatten keine gekauft, oder? Wir haben keine Bohnen. Doch, wir haben Bohnen, aber wir haben sie nicht eingepflanzt, als Link noch jung war. Und sonst wäre da jetzt ein Baum. Eine schwebende Bohnenranke. Ja, natürlich. Macht Sinn. Natürlich schwebt die. Aber haben wir noch nicht tolle Feen? Nee. Nee, fehlt einer. Dann können wir ja mal, wo ist das? Was da? Feen ernten. Genau. Jetzt war es natürlich Eponas Lied. Bevor die Folge angefangen hat, habe ich nämlich Zeldas Wiegenlied gespielt. Ja. Um Epona zu rufen und jetzt rufe ich Epona für Zeldas Wiegenlied. Du hast halt irgendwas in deinem Kopf, es verdreht. Like a pro. Ja. Nord. Gut, das ist jetzt auch die erste Folge einer weiteren Aufnahmesession. Du kommst auch wieder rein. Ich schlage ja auch ständig meine KI-Begleiter bei Metal Gear Solid, wenn ich die haben zwei Wochen nicht gespielt habe, obwohl ich eigentlich klettern will oder so. Also es ist am Anfang immer so. Also wenn es Meryl ist, hat es verdient. Und die will es ja auch eigentlich ein bisschen. Aber hatte ich jetzt bei Ground Zeroes, wenn ihr das vielleicht jetzt gerade guckt, bei uns auch Metal Gear Solid 5, der Prolog, da habe ich das auch gehabt. Immer bei der ersten Folge einer Session, also ich glaube Folge 1 halt und Folge 4. Da habe ich auch am Anfang immer irgendwie den Chico, den Gefangenen, den man retten muss, geschlagen, anstatt ihn irgendwie aufzuheben, weil ich einfach die falschen Tasten gedrückt habe. Das mochte er nicht so gerne, aber Kinder schlagen ist halt Snake-Style. Ja. Ich habe ihm halt gezeigt, wer der Big Boss ist. Oh. Ja, so ist es. So, da kommen wir jetzt irgendwie nicht so hervorragend voran. Hoffen wir einfach mal, die Tür geht jetzt da auf. Wir haben nämlich auch keine Bomben oder Pfeile, mit denen wir den Shop aufmachen können. Oh, das wird hier alles wieder super. Fabian, Mann, was machst du da? Ey. Du sollst uns hier als Reiseleiter durch diese Welt hindurch geleiten und uns nicht vor verschlossene Türen stellen überall. Als hätte ich dieses Spiel echt noch nie gespielt, ne? Ja, es kommt mir gerade so vor. Ja. Oh, jetzt hast du Pfeile. Herzlichen Glückwunsch. Wenigstens ein bisschen. Nein.
Alter! Dieses Spiel trollt mich aber auch gerade. N64 sagt nein an der Stelle. Ah. Und wahrscheinlich auch jede Menge Zuschauer. Der, habt ihr gehört? Der nennt sich Zelda-Fan? Oh Gott, was ein Kacknoob! Naja, man kann leider auch, haben sie recht. Der Witz ist ja, man kann ja auch Fan von etwas sein und trotzdem ein Kacknoob. Also ich meine, das schließt sich ja überhaupt nicht aus. Oh, Dennis. Das wird was. Ach. Mach's nochmal. Nee. Brauch ich nicht. Mach's nicht. Mach's nicht nochmal. Ich bin gespannt, wie wir da irgendwie reinkommen. Ja. Hallo, Klopsi. Klopsi. Ey! Arschkrampe. Der will nicht zu dir. Nee, der hat Angst. Verstehe ich gut. Guck dich doch mal an. Ja. Und wir haben da auch eben wieder unser Skulptula. Alter! Ja, das Krabbeln gehört. Allerdings sehe ich noch nicht, wo... Der war hinter der Tür. Ach, hinter der Tür. Hm? Dann müssen wir da wohl rein. Dann müssen wir da wohl rein. Wenn der Typ jetzt auch endlich mal anhalten würde... So, Klopsi. Ja, natürlich werden wir dich kriegen, einfach weil... Ja. Okay. Was hast du jetzt erwartet? Du siehst nun mal aus wie ein Helfer von Ganondorf. Okay, ich schlag ihn einfach. Die haben alle grüne Zipfelmütze auf und das Master Schwert. Ich hab keine Bomben. Warum hast du denn keine Bomben ich gekauft? Ich weiß es nicht. Fabian! Ich hatte doch Bomben. Das wird Al-Qaida sind. Mann, wo? Oh. So, ja, das sieht gesund aus. Okay, Kannst du jetzt das zufrieren lassen? Das wäre jetzt sehr praktisch. Leider nicht, aber fast etwas, was genauso gut ist. Ich kann einfach Block mitten in der Lava bauen. Naja, natürlich ist da jetzt ein Block in der Lava, weil früher war da ja mal ein Block. Und der ist dann geschmolzen innerhalb der nächsten 3 Minuten. Und jetzt ist er halt wieder da. Und jetzt schmilzt er gerade wieder unter dir. Warum? Das Spiel ist fies zu mir. Ich finde das gerade sehr unterhaltsam. Brauche ich den Longshot wirklich? Da muss ich ja doch einen Wassertempel machen. Oh, das kotzt mich an. Glückwunsch, Fabian, du darfst den Wassertempel machen. Ah, nein, ey, Klopsi, komm, bitte, klopf doch einmal bitte auf den Boden, dann kann ich mir Scheißbomben holen und die Feuertunika. Ja, so, was ist denn jetzt mit dem Klopsi-Sache? Was soll der denn machen? Der stampft einmal auf den Boden und dann macht er die Türen auf. Dann kann ich zu... in die Hütte des Chefs rein. Ja. Und da ist ein Geheimgang zum Vulkan. Okay. Also das ist sozusagen die Möglichkeit, wie man da hinkommt, ohne dass man diese Longshot... Ja, ich weiß, unten könnte auch nur ein Herz sein. Okay. Ich weiß es gerade nicht. Haben wir nicht, also leider. Also ja, möchte ich. Ja, es ist aber auch dann nur ein Langschwert, was ich dann, also ein Zweihänder, ja, den ich benutzen kann. Oh, oh komm, klopse ich hier auch noch? Sieht nicht so aus gerade. Doch, doch. Eat shit! Das hat nicht ganz gereicht, leider. Du hast das mit der Zeit falsch kalkuliert. Ja. Aber der... Was ist doch... Ihr seht Fabian gerade verzweifeln, beziehungsweise ihr hört es. Oder auch nicht. Jetzt wäre gerade Facecam echt praktisch, wenn man dann sehen würde, wie unfassbar verzweifelt du aussiehst. Das reicht doch wieder. Alter! Was hast denn du für ein Timing-Gefühl? Es war doch klar, dass es noch 2 Sekunden brennt und er schon wieder weg ist. Wieso versuchst du ihn jetzt aus 100 Kilometer Entfernung mit dem Pfeil abzuschießen? Ich habe ihn getroffen! Das reicht! Mann, das wird schon wieder so eine Folge, wo ich mir einfach denke, nein! Ja, es ist doch Samstag, da kann man sich doch mal entspannen, da können auch die Zuschauer sich mal entspannen. Was zur Hölle? Ey, wie habe ich das denn früher gemacht? Du hast den Wassertempel einfach mal gemacht. Ja, der Longshot bringt mir trotzdem nichts.
Vielleicht. Ich glaube, daneben ist auch vorbei, ne? Ja. Na komm, probier's doch noch einmal. Oder so. 200 Mal. Ja, wieso wirfst du das jetzt da? Das bringt doch überhaupt nichts. Ja! Du bist ein Düffel Spackonaut. Ah, ich bin Skribblenaut, Mann. Einfach mal zu Tulu. Du bist ein großer, weicher, blasser Nerd. Ja. Das ging doch beim letzten Scribblenauts, konnte man doch ganz viele Wörter kombinieren. Ja! Oh Mann, Drecksau. Mich willst du nicht kriegen. Wie könnte dir das gelingen? Naja, First Try. Dennis hat es hoffentlich so geschnitten. Ja, ihr wisst gar nicht, warum wir so komisch geredet haben. Über Fabians Leistung. Oh nein, wie wird er wohl heißen, Dennis? Pupsi? Fast. Er ist Spielkid. Ach so. Er sind wir. Wie ist das nur möglich? Bro. You're talking shit. Ja. Ja, das Spiel, das ist noch nicht, den Day One Patch habe ich schon installiert, aber ansonsten ist noch ein bisschen buggy, also musst du aufpassen. Okay. Ja. Ist ja auch noch relativ neu, Early Access und so. Ja, wir spielen auch gerade in der Alpha. Ja, wir haben ja Alpha-Zugang, wir haben das ja bei dieser kleinen Firma Nintendo oder so, bei Kickstarter haben wir das gebackt und jetzt, die hatten einfach Bock, so ein Spiel zu machen. Ich glaube, Ninsexto oder so? Ja. Irgendwie sowas. Also er ist halt der Sohn von Darunia, dem Häuptling. Achso, der Häuptling. Der so zum Waldgruf abging. Ja, ich weiß noch, wer der Häuptling war. Ich weiß bloß nicht mehr, wie der heißt. Spielkid, für uns bist du ein echter Volksheld. Deswegen bin ich immer vor dir weggerollt. Ja, weil vor allen Dingen, wenn er ein Volksheld ist, dann wird er doch wohl auch so beschrieben worden sein. So ein grün bezipfelmützter blonder Typ. So, und da kommt ein grün bezipfelmützter blonder Typ bei ihnen an. Ich will von dir weg, du bist bestimmt einer von Ganondorfs Leute. Bitte gib mir ein Autogramm für meinen Freund Spielkid. Den Goron. Ja. Haha. Oh, es mag ein schlechter Zeitpunkt sein. Nö, die Welt geht nur unter. Lass dir Zeit. Du, wir haben alle Möglichkeiten. Zum Feuertempel. Dort lebt ein Höllendrache. Wenn wir uns nicht beeilen, ist mein Vater verloren. Deswegen roll ich auch vor dir weg die ganze Zeit, wenn mein Daddy stirbt. Ja. Naja, ein bisschen Spaß muss sein. Du solltest ihn beruhigen, wenn du kannst. Am besten, du fragst ihn einfach etwas. Worüber willst du ihn befragen? Über den Drachen, über die Korone. Heulschnüff, Daddy. Who's your Daddy? I'm your Daddy. Quasi, also sein Namensvater. Im Großen und Ganzen. Vor langer Zeit lebte eine diabolische Kreatur namens Wolvagina. Nein, Dennis. Ich werde diesen Typ Wolvovagina nennen. Und zwar bis zum Ende aller Zeiten. Ja, da sind die Entwickler selber schuld, ganz ehrlich. Also die Frage ist, Coronen bei Lebendi? Nein. Mit Hilfe eines legendären Hammers gelang es schließlich, Wolvagina zu vernichten. Ja, so erzählt okay, die Legende Dennis aus vergangenen Zeit. Wir vergessen jetzt Dennis einfach mal, der ist gerade mit seinem mächtigen Hammer auf dem Weg, Volvo-Vagina zu besiegen. Ja, das ist ja albern. Volvo-Vagina. Volvagina reicht völlig aus. Heul, Schnüff, Daddy. Ja, wir haben ihn alles gefragt, was zu fragen war. Vater war gerade nicht hier, als alle von Ganondorf in den Feuertempel verschleppt wurden. Ach, die ganzen Goronen sind entführt worden. Mhm. Deswegen ist nur noch er und der Große da. Deswegen rollert er die ganze Zeit durch die Gegend, weil er Angst hat, weil die anderen weg sind. So, wurden sie der Vagina geopfert. Vater sagte, dass Ganondorf die Drachenkreatur wieder erwecken will. Ja, das ist ja alles okay. Ja, okay, komm, Drachen besiegen. Wir haben es verstanden. Ja, Tempel auf, ja. Der leider nicht mitgenommen wurde. Blöd. Wow, wir haben eine tolle Goronenrüstung bekommen. Ja, die ist wirklich toll. Vor allen Dingen ist sie rot. Die ist rot. Ja, damit laufe ich auch immer die ganze Zeit. Außer jetzt gerade. Also, als Link. Aus dem Spiel. So. Endlich umziehen. Grün ist zwar schön, aber rot halbiert Angriffe von Feuer und lässt uns in Lava laufen.
In Lava. In Lava. Das ist natürlich ziemlich gut. Gerade wenn man in einen Feuertempel geht. Wobei, man weiß ja nicht, ob es da Lava gibt. Ist ja ein Feuertempel, kein Lavatempel. Und Lava ist ja nicht Feuer. Das ist korrekt. Einfach nur geschmolzenes Gestein. Ach nein, Moment. Ich glaube, ich habe mich verirrt. Nämlich da war. Ja, das wird nicht klappen. Seriously? Seriously, ja. Aber den musst du schon noch mitnehmen, ne? Ja, natürlich. Ist schon wichtig jetzt. Wir haben uns ja vor der Aufnahme schön über die ganzen E3-Konferenzen unterhalten. Ja. Und wie es mir komplett unmöglich wäre, Fallout 4 zu spielen. So wie es momentan aussieht, ja, wird das eine Menge Zeit kosten und fressen. Oh, schön. Knappe Kiste, aber gut. Ja, überhaupt so ein schönes Witcher 3 oder so, wäre das jetzt was für dich? So 200 nee. Stunden Minimum? Ja, ach, Witcher reizt mich gar nicht so sehr. Ja, mich auch nicht. Aber so von dem, was es inhaltlich bietet und optisch, boah, und so, das ist mich schon, ja, das ist schon ganz schön groß. Also mir werden die Spiele auch langsam, ich wünsche mir manchmal eine verdichtetere Welt, weißt du, so ein bisschen... Nur ein Viertel so groß oder ein Drittel so groß, das reicht immer noch alleine. Wenn du das gleiche Spiel machst, wie The Witcher 3 jetzt ist, was irgendwie 100 bis 150 Stunden, wenn du jetzt nicht jeden kleinen Scheiß sammelst, sondern nur alle Nebenquests und alle Hauptquests machst, irgendwie 120 Stunden oder so. Du nimmst ein Drittel davon, hast immer noch 40 Stunden, also Drittel der Spielwelt auch. Ja. Und machst dafür diese Spielwelt noch hübscher und packst da noch mehr krassen Scheiß rein, einfach so. Mehr Details, mehr coole Charaktere und so. Einfach weil du dich auf viel kleinere Fläche konzentrieren kannst. Ja, aber dann hast du wieder die ganzen Typen. Oh, ey, da ist. Vorgänger war größer und da ist irgendwie viel zu wenig. Naja, wie bei Assassin's Creed Unity im Vergleich zu Black Shit, Black. Keine Bomben! Ja. Ja, du hast. Ah, das ich alte. Ich hab Bomben. Ich bin ja doof. Klar bist du doof. Ach ja, du hast ja diese Bowling-Bomben. Bowling-Bombs? Aber waren das die Bomben? Ja, das waren die mit dem Hammer. Aha, du brauchst also den Hammer. Und du bist dann... Nee, ich hab's doch gemacht. Warum? Man fragt sich, warum? Ach, das fragst du dich bei mir noch? Echt, Dennis? Ja. Das ist schön. Manchmal, selten, aber... Das ist schön. So, also, was brauchst du da jetzt? Du brauchst den Hammer. Ja, ja, also... Aber den Hammer kriegst du doch erst, wenn du den gelöst hast. Ja, ja, das sind jetzt auch nur Nebendinger. Ach so, ich dachte, da kommt man weiter. Tiefer? Ja. Und der rote Punkt da ist. Ach so, Dennis. Ja, ja. Ne, du scheinst es ja nicht gewusst zu haben. Story. Wahre Freundschaft, Jack. Ja, sie wächst, je länger sie besteht. Manchmal wächst dann auch der Hass auf den anderen. Ja. Umso länger man sich kennt. Ich mag dich auch. Das war ja für Anwesen ausgeschlossen. Die leidenschaftliche Blüte der Freundschaft... Der Freundesmord ja. ist jetzt schon in dir gereift. Wird dir den richtigen Weg weisen. Diese Melodie sei der Kraft der Freundschaft gewidmet. Lausche nun dem Bolero des Feuers. Wir lauschen. Ich hoffe, wir haben Sound in der Aufnahme. Ich auch. Bob ist ganz schön lang. Wie soll ich mir das merken? Musst du nicht. Es sind ja 8. Ja. Statt 6. Das kann sich kein Mensch merken. Sehr schön. Ich finde es nicht schön, dass der Controller irgendwie so schwergängig ist. Tut mir leid, der ist nun mal alt und kaputt. Und was wie ich? Und ich bin ja auch leichtgängig. Du bist leichtgängig? Du bist leicht. Aber du solltest mal vielleicht mal wieder was essen. Oder was trinken. Da hat sich Link aber schön schlau da nach oben gestellt, auf diese abschüssige Brücke. Auf diese Holzbrücke damit er einfach, ja, damit er einfach auch ein bisschen größer aussieht. Und er guckt gar nicht mehr so komisch, wenn er seine Ocarina hat. Er ist jetzt ja auch erwachsen. Ach so. Also so erwachsen, wie man mit 15 oder so ist. Oh shit, wo kommt das Feuer her? Außer aus dem Lava-Berg. War das jetzt gerade ein Feuerlöscher? Anscheinend. Ruf. Oder er ist einfach 10 Stunden betäubt und um ihn herum ist alles abgefackelt. Ja, das mag sein. Die Brücke inklusive. Dann ist das alles nur noch eine Illusion. So, wir haben wieder was Schönes bekommen, Fabian. Ja. Ich würde dir vorschlagen, wir machen eine Pause und in den Feuertempel geht's dann nächste Woche. Echt? Ich habe eine ganze Folge gebraucht nur für diesen Scheiß? Ja. Boah. Bitte in die Kommentare, was ich für ein Noob bin. Diesmal habe ich es verdient. Ja, bitte. Tschüss. Tschüss.